Oksana Kolinitschenko stürzt sich in ein neues Abenteuer. Sie wird mit ihrer Familie ihre Wahlheimat Los Angeles verlassen. Seit nun fast 3 Jahren lebt die Auswanderin mit ihrem Mann Daniel und den 2 Kids in den USA. Dort verwirklichen sie sich 2018 den Traum von einem eigenen Nachtclub. Dass die beiden tatsächlich in den Staaten landen würden, ist in einem früheren Promi-Flash-Interview noch nicht abzusehen. Daniel will ganz nach L.A., sie will hier bleiben. Genau. Wir wissen es noch nicht genau. Es ist aktuell auf jeden Fall ein absoluter Streitpunkt, ob wir bleiben in Berlin oder nicht. Daniel sagt all in, ab nach L.A. Ich sag noch, wir pendeln. Mal gucken, wer am Ende gewinnt. Letztendlich setzt sich Oksanas Gatte durch. Doch erst kürzlich teilen die 2 ihren Fans eine überraschende Neuigkeit auf YouTube mit. Sie werden L.A. nach nur wenigen Jahren wieder verlassen. Romy Flash hackt da mal bei der Unternehmerin nach und erfährt aus erster Hand, warum die Familie die Stadt der Engel hinter sich lässt. Es gab einige Dinge, die für uns so nicht mehr tragbar waren. Die Pandemie hat auch uns die Augen geöffnet, was wirklich wichtig ist im Leben. Und da steht an allererster Stelle, unsere Kinder zu schützen. Zusammen mit dem Kamerateam von Goodbye Deutschland lassen die Kolinitschenkos diesen Schritt dokumentieren. Wo es für Oksana und ihre Family letztendlich hingeht, will die Blondine im Promi-Flash-Gespräch noch nicht verraten. Doch wie hat sie ihren Kindern davon erzählt? Behutsam, sie mit einbeziehen, spielerisch und mit viel positiver Energie, was bisher auch super funktioniert. Hoffen wir, das bleibt auch so. Erzählt die einstige DSDS-Kandidatin im Interview. Los Angeles hinter sich zu lassen, fällt der Beauty allerdings nicht gerade leicht. Schon 2018 betont sie, dass sie sehr an ihrem USA-Traum hängt. Ich sag mal so, Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und für jetzt kann ich sagen, wir werden es versuchen. Weil ich glaube, das Wichtigste ist es tatsächlich zu versuchen. Und ich weiß nicht, ob es klappt. Aber wir werden alles geben, dass es klappt. Bin positiver Dinger, dass es vielleicht im besten Fall dann auch tatsächlich für immer klappt. Aber dafür gibt es nie eine Garantie. 3 Jahre später platzt allerdings diese Traumblase. Zwar plant die Familie diesen Schritt nicht, allerdings haben sie das Gefühl, dass er nötig ist. Können sich die Kolinitschenkos nun aber auch einen festen Lebensmittelpunkt vorstellen? Oksana erklärt Promi Flash, irgendwann möchten natürlich auch wir sesshaft werden. Nur wo, steht noch nicht fest. Ihren Club in L.A. wollen sie behalten und auch sonst steht den Auswanderern beruflich nichts im Wege. Doch einen Wunsch hat die TV-Bekanntheit für die Zukunft. Ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen weniger Sorgen, etwas mehr Stabilität im Leben und vor allem wünsche ich mir für uns alle positive Erlebnisse mit den Menschen, die wir lieben, verrät sie offen. Und vielleicht finden Oksana und ihre Liebsten genau das in ihrer neuen Wahlheimat.